Es sind Mädchengeschichten, die Leslie Neker-Arima erzählt in ihrem Debütband, ihrem Debüterzählband. Ja, man kann es ruhig sagen, es sind Mädchengeschichten. Aber wer glaubt, dass es darin rosa glitzert und blinkt, der irrt sich gewaltig. Leslie Neker-Arima hat 12 Geschichten für ihren Erzählband zusammengestellt. Sie kommt aus Nigeria, lebt in den USA. Und der Band heißt, was es bedeutet, wenn ein Mann aus dem Himmel fällt. 12 Geschichten, in denen immer wieder etwas schief läuft. Da ist zum Beispiel gleich am Anfang die junge Ezinma. Die wird von ihrem Schwager überrascht, von hinten, der sie mit ihrer Schwester verwechselt, also seiner Frau. Leider hat er eine Pistole dabei. Pech für Ezinma. Oder da gibt es die Geschichte von einem 14-jährigen Schulmädchen, das mit dem Vater in Nigeria zusammenlebt. Die Mutter studiert in den USA. 14-Jährige ist sehr, sehr lebhaft und sie soll nun von ihrer Mutter genau deshalb in die USA nachgeholt werden. Ja, beim Vater in Nigeria hätte sie es viel besser gehabt. Schade für den Vater und auch für die Tochter. Oder die Schulmädchen, die streiten, wer schon einen BH trägt. Denn die, die einen BH tragen, die dürfen dem sogenannten Girl Club in der Schule beitreten. Das ist der In-Club für die Mädchen. Und alle anderen, die noch keinen BH tragen, die sind natürlich noch Kinder und total out. Spannend wird es, als Nwando Anita einen ziemlich gemeinen BH-Test unterzieht. Anita, das ist die Anführerin dieses Clubs. Und von der Aktion ist Nwandas Mutter wenig begeistert, als sie davon erfährt. Und wie das klingt, das hören wir jetzt. Diesmal stritten sich meine Mutter und ich wegen etwas, das ich in der Schule getan hatte, um ein für alle Mal zu beweisen, dass Anita Okechukwu keinen BH trug. Dass Anita und ich dabei mitten auf dem Spielplatz gewesen waren, hatte mich nicht weiter gestört. Dass dort Jungs gewesen waren, hatte mich auch nicht gestört. Aber Anita Okechukwu war sehr viel sensibler als ich. Nwando, du kannst nicht einfach so anderer Leute Blusen aufmachen, sagte meine Mutter, nachdem sie hinter Mrs. Okechukwu die Türe geschlossen hatte. Mrs. Okechukwu, eine breitschultrige, breithüftige Frau, deren Bedarf an einem BH außer Frage stand, hatte eine Entschuldigung verlangt und zudem eine Erklärung. Und meine Mutter war bereit für Ersteres, aber unsicher, was Letzteres betraf. Deshalb rief sie mich auf die Veranda, damit ich mich erklärte. Ich wollte ihr sagen, dass Anita den Girl Club gegründet hatte, nachdem sie behauptet hatte, ihr Vater hätte ihr teure BHs aus London geschickt, umsäumt von hauchdünner Spitze und weichen Schleifen und mit Feenschimmer bestreut. Und dass sie die Regel aufgestellt hatte, nur Mädchen mit BHs könnten dem Girl Club beitreten. Und dass man, wenn man nicht im Girl Club war, nicht im Mädchenbereich sitzen durfte und mit den Jungs spielen musste. Anita entschied, wer Girl wurde, indem sie jede Bewerberin hinter das Schulgebäude begleitete, um zu überprüfen, ob sie das erforderliche Wäschestück trug. Wenige Minuten später kam sie zurück, die BH-Prinzessin, gefolgt von ihrer neuesten Hofdame. Während sich alle darum rissen, ein Girl zu werden, liehen sich Freundinnen gegenseitig ihre Unterwäsche und die abgelehnten Bewerberinnen schmurten in ihrer Verbitterung. Aber keiner hatte jemals daran gedacht, zu überprüfen, ob Anita wirklich die BHs besaß, die sie uns in einem Katalog gezeigt hatte. Kriegsgeschichten heißt diese Geschichte von Leslie Neker-Arima und genau darum geht es auch. Es geht um Krieg unter Mädchen. Was so lockerflockig daherkommt mit Schleifen und mit Spitzen, das ist in Wirklichkeit ein Gefecht auf Leben und Tod beinahe. Und das zeichnet tatsächlich alle Geschichten von Leslie Neker-Arima aus. Sie haben es in sich und zwar nicht so knapp. Hier werden sehr oft Machtspiele gespielt. Hier wird oft auch das Glück gesucht oder es wird zumindest versucht, das Unglück zu vermeiden, was gar nicht so einfach ist. Die Geschichten spielen in den USA und in Nigeria und manchmal auch dazwischen. Es wird viel hin und her gereist. Hier sitzt und passt einfach alles. Die Texte sind intensiv, sie sind verdichtet, sie sind auf grimmige Weise auch witzig, großartig, stilsicher und auch sehr cool übersetzt von Zoe Beck. Und ja, wer, wenn nicht Leslie Neker-Arima, hätte den Literaturpreis 2020 verdient, mal ganz ehrlich.